glaube, es ist das, dass man keine freundlichen Bilder machen muss. Das ist das, was mich auch reizt. Das, glaube ich, bezieht sich ja auch auf die Art von Filmen, die ich gerne machen würde. Ich mag dunkle Filme. Da stehe ich schon sehr drauf. Ich mag es, wenn Räume mystisch sind, wenn man quasi in irgendeiner Form Licht malen kann. Ich finde es einfach spannend, wenn man sich ein bisschen mehr so seine Welt zusammenspinnen kann. Wie so ein Maler, der sich irgendwie hinsetzt und sich halt ein Thema vornimmt und dann halt anfängt zu malen. Nichts dafür. Ja, alles gut. Geschenke soll man nicht abweisen. Ich mag nicht Orte wie zum Beispiel eine Villa, in der irgendwas spielt, die schick und ordentlich eingerichtet ist. Ich mag dann eher so Geschichten, wo alles total runtergerockt ist. Oder man dreht, in dem letzten Projekt haben wir viel in Lost Places gedreht. Also diese klassischen Orte, die es eben in Deutschland gibt, wo man hinfährt, um Fotosafaris zu machen und solche Geschichten. Sowas fand ich ganz toll und ganz spannend, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Einfach wenn klar ist, dass man sich so ein bisschen austoben kann, was das Szenenbild auch angeht. Wenn man da einfach viel arbeiten und viel erschaffen kann, weil einfach die Welt zwar in einer gewissen Form im Buch vorgegeben ist schon, aber eben erst erschaffen werden muss. Also ich habe eigentlich mein Hobby im Optimalfall zum Beruf gemacht. Viele Leute haben eben nicht dieses Glück und das schätze ich sehr an meinem Job. Aber das ist natürlich auch birgt so eine gewisse Gefahr, finde ich auch. In meinem Fall, weiß nicht, ob es bei anderen so ist, aber es ist natürlich schon so, dass eine Passion auch mal an Attraktivität verlieren kann. Das ist eine Sorge, die mich begleitet, aber ja, im Moment habe ich mich definitiv, finde ich, für das Richtige entschieden.